Recht herzlich willkommen zur 91. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder im Spiel und zwar hatten wir letztes Mal einen LKW ausgetauscht, Mühlemarkt. Lass uns mal gucken, dass wir hier zum Mühlemarkt kommen bei unseren Fahrzeugen. Mühlemarkt war hier, ausgetauscht, zweiter LKW drauf. Habe ich Glück gehabt, habe ich gesehen beim Videochecken, dass ich letztes Mal Maschinen da stehen hatte. Das war aber auch ein Stück gut, weil da ist ja Mehl drin, ne? Habe ich echt Glück gehabt, dass das klappte. Gut, wo ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet habe, die kommen ja irgendwo hergefahren, ne, und bringen das irgendwo hin, ne, und der ist voll, definitiv. Warte mal, das ist die Mühle, wo sie es wegholen, und da müssen wir gucken, das läuft. Jetzt müssen wir mal hier gucken, das ist viel wichtiger, wie viel liegt hier, ne? 33 will ich gut warten. Okay, das heißt, die fahren dahin und bringen das weg. Das sieht wohl so aus, als ob das funktionieren könnte, ne? Das sind die Tonnen Gerste, die sonst wohin noch müssen. Das ist reichlich Radolfzell, Süddeutscher alter Getreidehof. Okay. Ja, gut. Das machen die Trecker, ne? Die da hin und her fahren, glaube. Okay, das hat dann glücklicherweise geklappt. Hier fahren ganz viele Traktoren drauf. Alles schwarz, alles gut. Was haben wir hier denn noch? Da fährt ein Bus. Aber, Entschuldigung. Busse, was will man machen, ne? Das sind halt Busse, ne? Riedenburg, touristische Ziele. Die fahren da halt lang. Das ist, ja, irgendwann wird sich das verbessern. Der fährt ja auch gleichzeitig unseren Stadtverkehr hier ab, ne? Das sehen wir ja auch hier. Stadt wächst. Irgendwann sind hier vielleicht so viele am Boden, dass sich der dann auch rentiert. Jetzt sind die touristischen Ziele natürlich einer stehend und da steht auch einer. Die lohnen sich eigentlich gar nicht anzufahren in dem Sinne. Jetzt ist die Frage, ist es, weil das zu selten passiert, dass er da vorbeikommt? Könnte auch sein, ne? Das ist die Frage. Ja, hier am Bahnhof stehen wahrscheinlich genug Leute, aber die meisten davon wollen über Floto. Und die anderen intern. Da sollten wir doch den Bus mal einmal nochmal checken. Ah, der hat ja 35 Leute von 54 drin, ne? So ist ja nicht. So, jetzt da. Kommen noch welche bei. Also der Stadtverkehr läuft sogar besser. Jetzt fährt er hier unten hin, denke ich, ne? An Hafen da. Begonienweg. Mal schneller. 52, jetzt ist er fast voll, ne? Jetzt wird er da wahrscheinlich sogar noch voll, weil da warten genug Passagiere, wie man sieht. Was wir auf jeden Fall machen könnten, das ist, lass uns die Linie bearbeiten, dass der mehr Stadtverkehr macht und dass der hier mehr hin und her fährt und dann nur ab und zu mal noch da hinten fährt, ne? Geht das? Gute Frage, ne? Riedenburg. Rathaus, Taumilch, Mittelreich Kirche. Fährt da zweimal hin? Wie heißt denn die Straße da hinten, bitteschön dann? Bei den touristischen Zielen. Apollo-Tempel und Südostwald. Da ist der Apollo-Tempel und der Südostwald, ne? Nach der mittelalterlichen Kirche machen wir einfügen. Dann gehen wir wieder hoch. Und dann soll er wieder dahin fahren. Dahin fahren. Dahin fahren. Dahin fahren. Dahin. Dahin. Dahin, dahin, dorthin und dann kommt er wieder zur mittelalterlichen Kirche. Okay, nochmal dahin. Wunderbar, dann fährt er zweimal hier lang und dann erst nach da draußen. Vielleicht rentiert er sich dann irgendwann mal. Lass den mal offen, wenn wir mal beobachten. Weil hier geht's ja relativ gut, ne? 276, das ist jetzt eben weniger gewesen, müsste man jetzt mal gucken. 14 Leute sind da drin. Jetzt fährt er
noch rüber zur Wagnerstraße. Da hat er noch einen gehabt. So, jetzt fährt er noch zur Kirche. 322. So, jetzt kommt er von der Kirche gleich wieder, vom Tempel wieder. Nee, aha. Jetzt hat er die innere Tour nochmal gefahren, ne? Kann das sein? 567. Ja. Hat jetzt 800. Ja, 67 wahrscheinlich. 300 Miese gefahren. 867. Fährt jetzt wieder hier rum. So, sind da 867. Also das Innerstädtische hat jetzt kein Minus gemacht. Er fährt jetzt die zweite Runde innerstädtisch. Ja, die hat jetzt ein bisschen Minus gemacht. Also die zweite Tour ist dann jetzt nicht so positiv. Aber vielleicht tut sich da ja noch was. Ja, müsste man gucken, ne? Wie er sich weiterentwickelt. Aber das ist jetzt nicht das Relevante, sondern wir wollten ja hier weiter. Gucken wir hier. Schiff steht da im Hafen. Warum steht da ein Schiff im Hafen? Also wir haben eins ausgemustert, weil das nicht lohnte, genau. Stadtbus Adenau. Okay. Und Stadtbus Altenau. Auch okay. Döbeln ist ein alter Bus drauf. Der Henschel. Fährt mit 60 Leuten da durch die Gegend. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was im Depot gibt, ne? Vielleicht ist ja schon ein neuer Bus gekommen. Wir hatten da ja nur den einen da. Busse, ne, das ist immer noch dieser hier. Und der hat sogar weniger Platz wie der andere, ne? Jetzt müssen wir da nochmal, mach den nochmal nicht zu, sondern hier an der Seite. Mal gucken, wie das hier so an den Bushaltestellen aussieht. 11 Passagiere warten da. Ja, da sind schon einige Leute, die da noch warten, abgeholt zu werden, ne? Da erst gerade gewesen und sind immer noch 8 da. Ich glaube, wir setzen da mal einen zweiten drauf. Wie heißt die Linie? Stadtbus Döbeln. Stadtbus Döbeln. Starten. Und ja, das Entscheidende wäre, ja, ich glaube, da hauen wir noch einen zweiten rein und muss dann den alten aus. So. Jetzt fahren die beiden hier hin und alles ist gut. Und wenn der erste von den beiden da ist, lass mal gerade schneller laufen. Da kam der Überlandbus. Und da kommt der erste von den beiden. Genau. Das heißt, wir können hier den auch für Ausmustern setzen und wenn der leer ist, dann kommt der weg. Und dafür ist der jetzt da und der zweite da auch. Ja, die werden jetzt auf Dauer natürlich hintereinander herfahren, das ist auch klar. Aber brauchen wir wohl. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der irgendwo stand und wartete, ne? Glaube nicht. Bei dem war das noch nicht eingerichtet, oder? Würde man hier am Fahrplan aber sehen. Doch, ist da eingestellt. Dann lassen wir weiterfahren. Beziehungsweise er ist schon ausgemustert und die beiden machen das jetzt hier oben klar, ne? Dann ist da aber jetzt schon mal definitiv der erste, der fahren darf. So, der fährt auf jeden Fall. Der andere kann dann da warten. Bis der erste Passagier da kommt, ne? So. So, der hat gleich eine volle Ladung da gekriegt. Auch interessant. Wie viel stehen denn da bitte schön? Achso, da ist der Dingens Umschlagplatz von den großen Bus, von dem außerstädtischen Bus, genau. Naja, dann wird er jetzt hier abliefern und so.
aber ist wieder voll. Das heißt, da stehen auch noch welche. 5 noch über. Okay, der zweite Bus ist auch schon unterwegs. Müssen wir schauen, ne? Der ist allerdings nur ein paar drin. Aber der wird jetzt voll werden. Noch nicht ganz. 42 hat er. Da sind schon ein paar abgehauen. Da waren noch 48, oder? Vielleicht verbessert sich das aber auf Dauer jetzt. So, jetzt fährt er da hinten hin. Und da lädt er aus und wieder ein. Okay, das heißt, an der Bushaltestelle müssen noch weitere Leute stehen. Ja, zwei. Einer war's, der nicht reinpasste. Okay, hier geht's mit 47 weiter. Jetzt wird zum Dingens gefahren. Sag schon, zum Hafen, glaube ich, hier unten. Dann gucken wir, wie viel da reingehen, ne? Ja, keiner. Alle abgeliefert. Die wollten alle dahin. Und jetzt fährt er mit leeren Händen wieder weg. So, er ist schon wieder auf Tour. Hat 49 von 54. Und er hat jetzt 3. Aber der fährt da jetzt gleich durch wahrscheinlich. Weil diese 5% gelten nur nicht beim Einsteigen, sondern was im Bus ist, ne? Deswegen fährt er durch. Wenn er niemanden drin hätte, dann würde er warten. So sieht's aus. Müsste man sich nochmal genau angucken, wie man das besser macht, ne? Ja, auf geldlich sind sie beide ungefähr gleich. Sind die 400, aber das sind ja auch schon Anfahrtskosten, ne, die da waren. Gut, da sitzt nur einer, dann können wir zumachen hier. 48, ja, gucken wir weiter. Hardexen. Der Bus ist okay. Lauter, auch ein relativ neuer Bus. Da fahren zwei. Einer fährt ohne Ende Plus und der andere fährt Minus. Interessant. Okay, der subventioniert den, dann muss das so sein. Da ist okay, aber der kostet richtig Kohle in Sondershausen. Aber das ist halt so, weil der Ort klein ist. Hier ist mal Floto, eine Stadt, wo richtig Geld gemacht wird, ne? Da haben wir ein Henschild und der Henschild ist alt, auf Deutsch gesagt. Das ist Waldeck. Den müsste man auch austauschen, ne? Oder könnte man austauschen. Ja, zack, zack. Und welche Linie war das auf Waldeck? Waldeck, SB Waldeck. SB Waldeck. Jetzt habe ich den nicht erwischt. Der stand jetzt daneben. Auch gut geklappt wieder. Nee, das ist jetzt falsch. So. Und starten. Dann schauen wir mal, wie der da ankommt. Gut. Das ist Sommer erledigt. Jetzt ist die Frage. Ja, gehen wir weiter erstmal, ne? Ach so, wenn wir den schicken, dann müssten wir den ausmustern. Der fährt von Floto dahin. Jetzt ist er leer. Schicken zum Depot, egal. So, dann haben wir hier eine Schrottlinie. Das sind Zug, die stehen und die sind aber auch relativ frisch. Das ist auch Stahl. Fährt noch eine Dampflok. Okay, ist aber nicht blau, also muss es gut sein. Das ist die Straßenbahn. Die wirft auch nur miese ab. Stück gut. Ja, nochmal Dampflok und eine kleine Diesellok. Und hier haben wir zwei Busse, die ja altersbedingt schon das Problem sind, aber die Kapazität war 100 Leute oder so, ne? Die haben die ja nicht. So, und der Rest, ach hier, guck mal, hier ist noch ein Zuckerrübenfahrzeug. Fährt plus ein ohne Ende. Da
Das Depot machen wir zu. Ich weiß gar nicht, wo es ist, wenn. Ja, da müssen wir mal schauen, wo hier das Depot ist für die Zuckerrüben. Ich glaube, das ist in Radolfzell, ne? Weil hier ist ja Döbeln gleich angesagt. Ja, und dann geht's nach Radolfzell. Dann gucken wir mal gerade, wie wir Zuckerrüben transportieren. Ob es da eine Änderung gibt. Z wie Zuckerrüben. Müssen wir ja mal schön gucken. Na, ja, guck mal, da gibt's auch schon mittlerweile andere Fahrzeuge. Maximal 80 km/h. 85, 70, 80. 16 Tonnen, 11 Tonnen, 9 Tonnen. Ist die Frage, ob es da noch Anhänger für gibt, ne? 2,2, 1,32, 1,8. Gibt wohl keiner. Wie fährt er durch die Gegend? Der fährt 55 Tonnen Schüttgut durch die Gegend, sehe ich das richtig? Ja. Gute Frage. Aber der fährt ja 5,10 Euro, ne? Aber ja, ich setze den mal drauf. Wir müssen ja auch mal modernisieren und so, ne? Zuckerrüben, Döbeln. Da. Ja. Und starten. Und den machen wir mal nicht laden. Oder ne, das lass da weg, mach das da. Und aus muss dann auf Dauer. Wenn er das nächste Mal fährt, hat sich das dann erledigt, ne? Ach, der fährt jetzt mit den Zehen, okay. Gut, dann lass das so. Und der hat das übernommen. Und da wir gerade gesehen haben, wie der da fährt, können wir das auch so lassen. So, da ist einer angekommen. Die sind hier 600, 400. Er hier ist bei 1400. Das war doch oben, ne, bei Arenburg. Okay, der fährt noch miese ein. Hat sich jetzt nicht verbessert, lassen wir mal so. Wie sieht das Gesamtfeld aus? Das ist die nächste Frage. Ist aber alles gut. Wollen wir uns noch keine Gedanken machen. Wir sind noch im Plus. Obwohl das hier schon runtergefallen ist, ne? Es gab bessere Monate. Kriegen wir aber auch hin. So, die beiden stehen jetzt hier Schlange. Weil keine Passagiere in dem ersten sitzen wahrscheinlich, ne? Doch, warum fahren die nicht? Oder sind 5%, der erste ist mit 5% unterwegs. Der wartet jetzt auf den Fahrgast, ne? Und dann fährt er nämlich, oder wie? Nee, der hat auch eine Zeit da drin, alles klar. Ja, ist halt so. Gut. Lassen wir so. Funktioniert erstmal. Gucken gerade noch, wie sich's erweitert hier. Da ist nix. Schauen wir mal hier nach Pluto rüber. Wächst und gedeiht, aber ist noch alles im Rahmen. Waldeck baut weiter aus, aber noch nicht über den Rand rüber, nur Straßen über den Rand rüber. Lauter müssen wir was machen nächstes Mal. Ja, gut, Lauter hat hier ein Feld, was wir ausbauen müssen nach hier. Ja, drei Felder leer. 1, 2, 3. Das wäre hier die richtige Stelle. Und dann müssen wir das zuschütten. Sonderhausen. Noch im Rahmen. Sollte ich mal hier irgendwann mal wachsen. Tut's aber nicht. Döbeln kennen wir. Ist nicht. Radolfzell. Sieht so aus, als ob das überall auch im Rahmen ist. Ja. Altadenau. Wächst. Dann haben wir noch hier oben Altenau, ist abgedeckt, und Hardexen ist auch noch abgedeckt. Gut, dann
sind wir da gut zugange, werden uns dann um die eine Stadt kümmern in der nächsten Folge. Und ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.